Willkommen zu einer neuen Folge. Hey du. Das war aber knapp. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diesen abgeschotteten Stützpunkt gefunden. Komm, jetzt schieß dich auf Deck, man. Nein. Schade. Ja. Und wir müssen noch ein paar weitere finden, aber erstmal müssen wir uns hier verteidigen gegen diese. Weiß ich, was das für Aliens sein soll. Sieht aus wie Schnecken in Raumanzug. Und wir brauchen definitiv mehr Leben. Wir sollen jetzt irgendeine Klippe und... Ja, irgendein Geröllhaufen. Aber was wir erstmal brauchen, habe ich gerade da gesehen. Heilung. So, komm. Fahr da mal rein. Boah, diese Steuerung von diesem Fahrzeug, ne? Diese unterste Sau. Habe ich nicht gesagt? Beschissenste Steuerung aller Zeiten. Er fährt trotzdem weiter, obwohl man schon längst die ganze Zeit auf Bremsen drückt. Was zum... Gut, wir suchen jetzt einen Geröllhaufen und irgendwas am Rande an der Klippe. Sehr präzise Ortsangaben. Und... Ja, irgendwie gibt es auch kein wirkliches Ziel. Obwohl, da hinten ist ein Hochfahrt, da sollten wir mal hinfahren. In der Hoffnung, dass das Auto jetzt wieder hier dasselbe drüben. Macht wie eben. Hier drüben! Alles klar, hoch. Oh Mann! Vielleicht haben sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Ja, da drin Schutz gesucht. Wo drin, bitteschön? Und vor allem, was ist das? Sie sind überall! Was ist das? Können wir vielleicht irgendwie von der anderen Seite ran, um dann genau das zu machen. Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Vielleicht sollten wir auch erstmal vorher diese ganzen Viecher umnieten. Nein, wir sollten doch lieber den Komplex mal von innen durchsuchen, bevor wir hier reingehen. Mhm. Gute Idee, Cortana. Dahin!
Los! Die Kavallerie ist da! Habe Ewak-Schiff angefordert. Roger. Marines, sammeln zur Ewak! Und zwar pronto! Ja, zwar pronto. Ich krieg das Schwein. Gut, wir sollen jetzt die also rausbegleiten, habe ich das Gefühl. Und die, schützen. Gar nichts. Mach es platt! Komm. Mist! Hier drüben! Hab sie erwischt! Es ist wirklich schräudig, dieses Teil zu fahren. Sag mal, was du kannst. Schieß da mal so drauf wie so ein Irrer. Friss das! So was gibt's umsonst! Weiter so! Na komm, wir laufen jetzt einfach mal hoch und holen uns den da. Jetzt dauert das wieder Ewigkeiten. So, damit hätten wir doch jetzt alle hier, ne? Ich hab's verloren. Nein, natürlich nicht. Da ist auch einer. Meine Güte, wie viele kommen denn da noch? Oder sind die alle unter mir? Wir sollten das Gebiet sichern, bevor das Landungsschiff kommt. Ja, aber wo sind die denn alle? Gut, das, die werden wir jetzt irgendwie... Hier? So, das müsste jetzt alle gewesen sein, oder? Echo 419er Cortana, Vohammer ist in Position und bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, Vohammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Fahren wir mal da hinten hin. Vielleicht ist das hier der richtige Weg. Mist! Dort ist es! Noch mehr! Hier drüben! Roger! Gib mir Feuerschutz! Jetzt könnt ihr noch was lernen! Okay, ist das jetzt die nächste? Bin mir gar nicht so sicher. Die letzten Meldungen besagen, dass die Allianz die Absturzstelle der Pillar auf Autumn entdeckt und gesichert hat. Die gute Nachricht ist, dass der Captain noch lebt. Die schlechte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den Überlebenden Kontakt aufzunehmen. Ist das hier nicht die letzte? Ich bin so ein bisschen verwirrt.
Obwohl, ne, hier waren wir schon. Da ist dieser eine Typ, der so komisch verblutet ist mit seinem Scharfschützengewehr. Okay, suchen wir mal weiter. Also fahren wir mal da hoch. Das war klar, dass er da nicht hochkommt. Die letzte Kapsel ist in den Bergen in der Nähe eines Geröllfelds. Ach, danke, dass ich jetzt mir mal das Ziel anzeigt. Hat ja überhaupt nicht lange gedauert. Mega gut, dass das Spiel so benutzerfreundlich ist. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Ja, wie sollen wir mit dieser Schrottkiste da hinkommen? So eine Scheiße, Mann. Wow, da ist er. Kontakt, da unten, Landungsschiff der Allianz. Blind oder was? Das wird ihnen eine Lehre sein. Das fällt mir auch im Weg. Dass einer an Bord war. So, wo ist dieses Landungsschiff? Da hinten läuft einer mit dem Schild rum. Den können wir uns natürlich noch holen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ey, das ist doch... Weg mit dir. Kommt jetzt nochmal so ein Raumschiff? Ja, da hinten. Ey, komm, ihr habt da so ein Gatling-Gewehrteil-Ding da. Die Roten sind anscheinend mutiger als die Orangenen. So, da kommt das nächste Raumschiff runter. Na komm. Trau dich.
Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keyes gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Das ist doch schön, dass der 300 Kilometer von hier entfernt ist. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Bereit für Abtransport. Dann rein dort. Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer, der Truth and Reconciliation, fest. Das Schiff befindet sich zurzeit in ca. 300 Meter Höhe auf der anderen Seite dieses Plateaus. Und wie sollen wir in das Schiff reinkommen, wenn es in der Luft ist? In der Waffenkammer habe ich ein Gewehr bekommen und keine Flügel. Es gibt einen Gravitationslift, mit dem Truppen und Nachschub transportiert werden. Der ist unsere Eintrittskarte. Sobald wir im Schiff sind, müsste ich das Signal der Neuralimplantate von Captain Keyes orten können. Tempo Marines, los, los, los! Ja, das klingt schon mal sehr spaßig. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein cooles neues Gewehr. Steigen Sie auf den Hügel dort rechts. Dort können wir die Stellung der Allianz ausspähen, ohne entdeckt zu werden. Interessant. Ich habe in der Nähe des nächsten Passes Geschütze der Allianz entdeckt. Schlage vor, dass Sie mit dem Scharfschützengewehr die Schützen dort ausschalten, während ich Marines anfordere. Bereit machen. Sie werden vorrücken und uns unterstützen, Sergeant. Der Master Chief wird aus der Entfernung möglichst viele von denen ausschalten. Nicht schießen, bevor der Feind unser Feuer erwidert. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Achtung, einer rennt zum Geschütz. Erledigen Sie ihn. Mach sie fertig. Ich schaff's nicht alleine. Können wir das auch benutzen? Tatsache. Ist das eine coole Waffe. Gut, wenn es euch bisher jetzt gefallen hat. Ja, das ist schön, freut mich. Wenn es auf jeden Fall euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dieses Raumschiff stürmen. Bis dann.